Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2, die Story. Ja, wir haben uns in der letzten Folge ja hier bis hierhin vorgekämpft in die Trockenkuppe, wo wir Furchtbares entdeckt haben. Die Zephyrüsen, ein Volk, das auf Luftschiffen umherwanderte, ist hier abgestürzt. Ja, es ist wirklich etwas Übles passiert. Man sieht es hier, überall Trümmer, überall Brände, Verwundete und Flüchtlinge, die hier nicht wissen, was sie tun sollen. Und genau darum geht es in dieser Karte. Im ersten Teil größtenteils. Man soll diesen Zephyrüten hier helfen. Es gibt eine Menge Events. Man sieht auch hier, je mehr Events, umso höher steigt die Karte im Rang, desto besser werden die Belohnungen, die man sich bei Händlern ertauschen kann und so weiter. Da könnt ihr euch auch gut mal darüber informieren. Hier gibt es nützliche Dinge, wertvolle Dinge, wo ihr gut etwas Geld machen könnt. Das ist wirklich ein sehr interessantes Gebiet, genau wie die nächste Karte dann Das ist auch, so die schwierig. Silberwüste. Auch da gilt dasselbe Prinzip wie hier. Meta-Events, die dann zu einem großen Eventabschluss auf der Karte zusammenkommen. Also könnt ihr euch da gerne ein wenig darüber informieren. Ich kann euch jetzt nicht alles auf einmal erklären. Das ist wirklich sehr viel, was da gerade auf uns einprasselt. Wir auf jeden Fall müssen jetzt für die Geschichte. Seht euch die Situation in Trockenkuppe an. Sprecht mit Funke in Trockenkuppe. Ah, das ist wohl eine Zephyritin. So, und bevor wir jetzt hier weitergehen, muss ich euch auch noch einmal etwas erklären. Denn ihr seht das da hinten. Dieses lilane Glühen, das nennt sich Aspekt. Das ist eine Besonderheit der Zephyriten. Sie haben drei Aspekte. Aspekte der Luft, Aspekte des Feuers und was war das hier? Aspekt des Windes? Ja, irgendwas in der Art. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, in welcher Reihenfolge und welcher Farbe die genau waren. Auf jeden Fall verleihen die einen besondere Fertigkeiten, ersetzen die Waffenfertigkeiten. Wir können hier das gleich mal präsentieren. Mit diesem Aspekt hier. Ah, was war das? Das war der Lichtaspekt. Ich denke doch, dass das Feuer ist. Es steht auf alle Fälle für die Elemente und verleiht einem besondere Fertigkeiten. Hier in diesem Fall können wir unbehindert durch alles Mögliche hindurchporten. Na gut, jetzt ist es gerade wieder weg. Das ist hier das Besondere bei der Trockenkuppe. Die halten nur eine kurze Weile an. Früher beim Zephyriten-Event hatte man einfach gewisse Ladungen. So, ihr habt es gesehen. Wir können uns hier jetzt durch diesen Sandregen durchporten, wo wir ansonsten zurückstoßen würden. Na, ich zeige es euch jetzt nicht. Ihr müsst mir das einfach glauben. Wobei, warte mal, jetzt kann ich auf der Seite. Na, bumm, genau. Ohne das Aspekt kommen wir da nicht durch. Den Aspekt, das Aspekt. Egal, nicht so wichtig. Hier, es gibt noch weitere davon. Hier haben wir einen Blitz. Blitzzug. Da können wir auch irgendwo hinspringen. Genau, so war das doch. Richtig, da können wir ein Feld auswählen, wo wir dann hingelangen wollen. Und whoop, schon sind wir da. Und haben gleich den nächsten Aspekt eingesammelt. Damit können wir sehr hoch springen. Unterstützter Sprung. Whoop. Brauche ich jetzt in dem Fall gar nicht, weil ich meinen Gleiter hatte. Aber warte mal, ich kann es euch hier zeigen. Genau. Hier kann man mit dem etwas höher springen als sonst. Etwas sehr viel höher springen als sonst. Und hat auch Orte erreichen, wo man sonst nie hinkommen würde. Und genau das ist der Sinn dieser Aspekte, an Orte zu gelangen, die ansonsten unerreichbar wären. Wir folgen mal gleich der Spielerschaft hier weiter unserer Story. Ich möchte nämlich ganz gerne die nächste Instanz noch spielen. Oh nein, warte mal, was habe ich denn hier? Nein, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ich wollte zur Story und hier nicht irgendwelche Ranken besiegen. Die kommen nämlich immer wieder. Das bringt hier eigentlich gar nicht viel. Aber wir können hier mal ein bisschen draufhauen. Ah ja, das bringt wie gesagt nicht viel. Die kommen eh immer wieder. Wir gucken lieber, dass wir zum Funk kommen. Und gehen gleich mal weiter. So. Denn als nächstes sollen wir die Absturzstelle aufsuchen. Die ist gleich da vorne. So, hier überall wirklich Flüchtlinge, die in den Trümmern gar nicht wissen, was sie jetzt tun sollen. Die einfach nur darum trauern und geschockt sind, was hier passiert ist. Man hat auch eine kleine Einführung in diesen Absturz bekommen, wenn man die letzte lebendige Geschichte gespielt hat. Das geht jetzt leider nicht. Erfahren wir leider nicht, was hier alles so passiert ist. Oder nur sehr bruchstückhaft. Na gut, wie gesagt, auch dazu gibt es jede Menge Dinge, die ihr in YouTube finden könnt. So, jetzt muss ich gerade kurz gucken, was könnten wir denn hier noch alles erlangen? Auch hier können wir natürlich wieder die Karte erkunden. Nicht die Kunde erkarten, nein, die Karte erkunden.
was wir gerade so finden. Und es gibt, wie gesagt, einige Events, da werde ich vielleicht auch an ein paar mitmachen. Halt, dass es wieder nicht ganz so nur Geschichte ist, sondern immer ein bisschen Abwechslung dabei. Aber jetzt vorerst werden wir mal die Geschichte fortführen. Ja, Instanz gerne betreten. Wir möchten ja weiter erfahren, was hier genau passiert ist. Ja, abgestürzte Hoffnung. Ein sehr ironischer Titel, würde ich schon fast meinen. Sarkastisch. Es wäre unklug reinzugehen. Schradels Prüfung ergibt, dass es das Gewicht von allen nicht aushält. Meine Berechnung zu das war irgendwie klar. Ihr, Marjorie und Kashmir die beste Kombination. Wir anderen können hier draußen warten. Hat sie uns gerade fett gerannt? Jupp, allerdings. Fakten sind Fakten. Wir drei zusammen wiegen so viel wie 19 Kashmirs. Toll. Ich bin eine Maßeinheit. Geht vor, Boss. Super, die Gespräche. Es und ich sind dabei. Wir rufen euch andere dann, wenn was umgehauen werden muss. Okay, dann gehe ich mal vor als Boss. Ich bin eine Maßeinheit. Ne, ich mag die Truppe wirklich sehr. Alle sehr sympathische Charaktere. Ist Arena nicht sehr gut gelungen? Diese Leute hier. Finde ich wirklich sehr angenehm. Wie sie sind, wie ihre Charaktere sind. Halt. Da stimmt was nicht. Was ist denn los, Süße? Ich kann kein Portal öffnen. Etwas hier blockiert mich. Was das wohl ist, es wird wohl mit dieser Barriere hier zu tun haben, denke ich mal. Von den Sephiritenkristallen gesammelt. Seht mal, ob ihr mit diesem Sonnenkristall durchkommt. Sonnenkristall ist es, genau. Ja, auch hier in dieser Instanz werden wir jetzt die Aspekte noch etwas genauer erklärt bekommen. Aha, die Inquestur hat hier wohl also wieder mal ihre Hände im Spiel. Wie diese Apparatur hier beweist, und da sind sie auch schon, kommen uns entgegen. Dieses Gebiet untersteht der Jurisdiktion der Inquestur. Oh, das denkst auch nur du. Also, hinfort oder wir jagen euch fort. Na, das werden wir ja sehen. Nur den armen Absturzopfern helfen herauszufinden, was passiert ist. Wisst ihr etwas über den Absturz? Wir wissen nur, alles was in unserem Gebiet landet, gehört uns. Wir zeigen euch gerne, wie ernst es uns damit ist. Ja, das ist eine Einstellung, die dir jetzt das Leben kosten wird. Aber gut, wir wollten sie ja warnen. Wir wollten sie sogar um Hilfe bitten. Aber sie haben nicht eingewilligt. Die Inquestur ist da nicht so der Fan von großartiger Hilfe. Deswegen geht es ihnen jetzt an den Kragen. Aber gut, es ist ja nicht so, als ob wir sie nicht vorgewarnt hätten. Schön, ja. Au, so viele Schadensfelder. Wir müssen sie also so schnell wie möglich besiegen, damit das hier weitergeht. Die haben doch einiges drauf, die Power. Inquestur-Truppen. So haben wollt. Na, denen haben wir es gezeigt. Schon recht. Ich sei nicht kampfbereit. Hört mal, mein Benehmen tut mir leid. Ich ertrage nur den Gedanken nicht, dass euch wieder etwas zustößt. Das hat mich fertig gemacht. Ich weiß, mein Schatz. Mir geht's mit euch genauso. Das aber liebes ihr Pärchen. Habt mich überzeugt, dass ihr gut klarkommt. Und jetzt will ich euch überzeugen. In Ordnung. Ja, Marjorie wurde ja im Verlauf des Kampfes gegen Scarlet Dornstrauch ziemlich stark verletzt. Deswegen Kashmir immer etwas besorgt um sie. So, wir werden auch hier wieder dem Aspekt näher gebracht, damit wir wissen, wie das Ganze hier funktioniert, was der Sinn ist, diese Aspekte. So, es geht hier weiter. Die nächste Apparatur umgehauen. Und wir sehen da hinten auch schon die nächsten Truppen. Wir warten allerdings noch auf unsere Gefährten. Die können sich jetzt herporten. Jetzt wo der Magieunterbrecher oder was es ist, zerstört ist. Und oh ja, wir müssen uns direkt darauf stürzen. Die Gegner waren ziemlich übel. Wir müssen also ein bisschen aufpassen. Aber ich wage mich hier mal in den Nahkampf. Und hoffe einfach mal das Beste. Aber wir sind hier schon. Wir kriegen recht auf die Rübe. Ich muss hier mal ein bisschen versuchen. Upp, oje, oje. Ich glaube, das Problem ist hier auch, dass einer der Golems Schaden reflektiert. Und da ist natürlich nicht zu spaßen mit. Schnell mal die Haltung wechseln und wieder heilen. Schadensfelder sind auch immer gut. Dann versuchen wir mal weiter hier unser Glück. So, könnte Golem hier schön ausweichen. Ah, der hier hat keine Vergeltung drauf. Sehr schön, dann versuche ich es mal weiter mit dem. Ah, aber das scheint hier doch ganz gut zu klappen. Zumindest die dazugehörigen
Inquisitor-Truppen sind schon mal weg. Es sind nur noch die Golems übrig, die allerdings auch die Schwierigkeiten dieses Kampfes hier darstellen. Ich hätte gerne weiter den Fernkampf-Golem, damit ich den erstmal loswerde. Ja, Kaschmir portet auf dem ganzen Schlachtfeld herum, während Marjorie als Nekromant, die doch schon eher mehr auf Tuchfühlung gehen will. Lass mich, ich will nichts von dir. So. Während er diesen Angriff macht, kann ich immer schön ranporten und ihm ein bisschen Schaden zufügen. So, schön unterbrochen, wunderbar. Mittlerweile hat er auch, ja doch, er hat immer noch Vergeltung drauf, ziemlich lange sogar. Aber es müsste gehen, es müsste klappen. Ich könnte eigentlich auch wieder ein bisschen in den Nahkampf gehen, er ist ja eh schon fast besiegt. Jawohl, das hat geklappt. Oh je, eine verwundete Zephyritin. Gut, sie steht recht aufrecht da. So schlimm sieht das nicht aus, muss ich jetzt ehrlich sagen. Vergesst mich. Der Meister des Friedens ist in Gefahr. Jemand muss ihn finden und beschützen. Der Meister des Friedens? Euer Oberhaupt? Wo ist er? Weshalb ist er in Gefahr? Ich weiß nicht weshalb, aber der Silvari will ihn töten. Bitte. Der Silvari? Hey, grässliche Geschichte. Oh nein, sie ist gestorben. War wohl doch schlimmer verletzt, als es aussah. Sie ist tot. Okay, aber... Ich spreche ungern schlecht von Toten, aber die Sephiritin hat gelogen. Wieso? Okay. Versteht mich nicht falsch, sie war sehr in Sorge um den Meister des Friedens. Aber als sie sagte, sie wisse nicht, warum er in Gefahr sei. Ich hab's gespürt, sie hat gelogen. Warum sollte sie lügen? Seid ihr sicher? Absolut. Es war in ihrer Haltung und ihren Augen. Sie hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich glaube euch. Gehen wir weiter und sehen, ob wir Antworten finden. Okay. Na schön, dann wissen wir jetzt natürlich nicht, was wir ihr alles glauben sollen, der Zephyritin. Wenn Kaschmir sagt, sie lügt, dann glaube ich ihr das durchaus. Ja, müssen wir mal sehen, was weiter auf uns zukommt. Es war jetzt von einem Silvari die Rede. Da bin ich doch sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Ich glaube, mit einem Windkristall schafft ihr den Sprung. Ja, wir hier, bekommen noch einen Aspekt, um weiter hochzukommen. Also ein Artgenosse, der hier offenbar einiges im Schilde geführt hat. Na gut, mal sehen. Oh, dieses Mal müssen wir uns ein paar Inquestur-Agenten stellen, bevor wir hier die Apparatur zerstören können. Was habe ich bloß mit den Artikeln? Was ist denn los? Normalerweise kann ich das doch einwandfrei. Naja, ist so schlimm. Wenn ich mich da ein paar Mal verspreche, ist das eben so. Oh, die haben aber ganz schön was drauf, diese Agenten hier. Die porten sich um mich rum. Scheinen eine Art Diebe zu sein. Machen sich immer wieder unsichtbar. Aber gut, wir werden das schon irgendwie schaffen. Wäre ja gelacht, wenn nicht. So ein paar Inquestur-Typen werden uns da nicht aufhalten. Halten aber auch einiges aus. Müssen wir also doch schon ein wenig Acht geben. Aber hey, das wird schon. Das sorge ich mich jetzt mal nicht weiter. Oh, von wegen. Oioioi, jetzt wird es an der Zeit, dass ich mich heile. Hat nochmal geklappt. Und einen der beiden haben wir schon recht weit runtergehauen. Das müsste also schon klappen. Ich muss nur den richtigen immer erwischen. Jawohl, einen haben wir besiegt. Sehr schön. Ich werde uns hier nochmal heilen. Und der zweite ist auch erledigt. War aber ganz schön knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Und oh, guckt euch die vielen Toten an. Das ist ja übel. Das ist nicht schön. Na gut. Ein Absturz hat sowas nun mal leider zur Folge. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sind sie überhaupt abgestürzt? Die Schiffe waren ja nicht gerade instabil, so kann man das nicht sagen. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass sie über eine Wüste geflogen sind. Na schön, Marjorie will mit uns sprechen. Wir sollen sie also ansprechen. Hey, Schätzchen. Eine Tragödie nach der anderen. Erst Löwenstein und nun dieser schreckliche Unfall. Ob es denn wirklich ein Unfall ist, werden wir noch sehen. Was geschieht nur mit unserer Welt? Das war kein Unfall. Seht euch diese Leichen an. Ja, genau, das ist nämlich so ein bisschen die Vermutung. Ihre Leichname sind mit Messerwunden übersät. Sie starben nicht beim Absturz, sie wurden angegriffen. Ja, offenbar wurden sie getötet. Vor dem Absturz ist etwas auf dem Schiff passiert. Die Zephyriten kamen mir immer so friedfertig vor. Aber diese hier starben im Kampf. Ich habe Abwehrverletzungen an Händen und Armen.
als sie versuchten, sich Angriffen zu schützen. Okay. Ach, sie haben. Ja, in Ordnung. Keine Kultur überlebt lange, ohne zu lernen, wie sie sich verteidigen. Das ist allerdings wahr. Es sind so viele. Es muss eine große Gruppe von Angreifern gewesen sein. Das glaube ich nicht. Die Stichwunden stammen von derselben Klinge. Keine Variation. Okay. Ja, als würde sie von einem einzelnen Angreifer verursacht. Einem formidablen Angreifer, der sie alle eigenhändig ausgeschaltet hat. Puh, wer dazu wohl in der Lage war. Sie und ihr Luftschiff. Also sprechen wir von einem ausgebildeten Saboteur. Aha. Wir sind also einem Saboteur auf der Spur. Das bricht mir das Herz. Unsere Freundin sagt, sie seien gar nicht beim Absturz gestorben. Sie waren bereits tot. Was? Mord. Hier kriegen wir es also nochmal in der Dialog erklärt. Sollen hier jetzt wohl weiter hoch? Ja. Kashmir öffnet uns ein Portal. Und wir können mal weitermachen. Müssen jetzt Spuren suchen. Sucht auf dem Plateau nach Hinweisen für den Absturz. Alles klar. Ja, hier haben wir solche kleinen... Na, wie heißen sie denn? Wirbelwinde. Ja, die sind auch nicht ohne. Muss man aufpassen, die können kicken. Und gerade hier auf solchen Hochplateaus ist das natürlich sehr gefährlich. So, es geht aber hier weiter. Noch mehr davon. An und für sich sind sie nicht so schlimm. Sie richten nicht viel Schaden an. Sie machen halt blind. Ja, sie wirbeln einen Staub in die Augen. Und lassen sich dadurch nur schwerlich treffen manchmal. Aber so hier geht das jetzt recht gut. Hier haben wir allerdings auch noch weitere Inquestur-Agenten. Ja, auch die müssen bekämpft werden. Aber das lässt sich schon irgendwie anstellen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die hier aktiviert. Die Elite-Fähigkeit. Oh, ich muss mich mal eben heilen. Sie sind doch schon sehr aggressiv, sehr giftig, diese Inquestur-Agenten mit ihren Granaten und ihren Minen und was sie alles noch dabei haben. Aber das dürfte klappen. Das dürfte sich schon ergeben. So. Ein weniger. Und der letzte ist auch besiegt. So, hier müsste doch irgendwo der erste Hinweis sein. Diese Zephyritin ist bewaffnet und gepanzert, als gehöre sie zu einer besonderen Garde. Auf ihrem Körper sind Sprengpulver und Verbrennungen zu finden. In Ruhe lassen. Warum muss es alles klar. Ein Silvari sein? Ich weiß nicht, aber er hat nicht willkürlich gehandelt. Er war hinter etwas oder jemandem her. Der Meister des Friedens. Ist er auf der Flucht? Ist der Assassine hinter ihm her? Ich glaube ja. Wir müssen ihn vor dem Assassinen finden. Glaubt ihr, wir können sie aufspüren? Ich hoffe doch. Es scheint sich also hier um einen Silvari-Saboteur zu handeln, dem wir auf der Spur sind. Na gut. Da vorne ist auch bereits die nächste. Gucken wir mal, was da genau los ist. Es sind auf alle Fälle wieder Wirbelwinde im Weg. Ein Veteran-Wirbelwind dieses Mal. Ja, genau. Und davor müssen wir uns in Acht nehmen. Gucken, dass wir nicht runtergeschleudert werden. Das hätte hier nämlich unseren unwillkürlichen Tod zur Folge. Wobei ich glaube... Kashmir portet uns immer wieder hoch. Ich will es lieber nicht ausprobieren. Gucken wir einfach, dass wir nicht runterfallen. Oh, Marjorie hat wohl weitere Wirbelwinde gezogen. Da müssen wir sie gleich mal kurz unterstützen. Müssen wir da dann überhaupt hin? Na gut, egal. Erledigen wir das. Machen wir die Wirbelwinde eben mal kalt. Und hoffen, dass wir nicht runtergeschleudert werden. Ja, wir verfehlen immer wieder, weil sie uns eben blind machen. Mit Feldern und allem Mögliche. Aber es geht hier ganz gut. Wir haben sie besiegen können. So, wir gucken uns den nächsten Hinweis gleich mal an. Inzwischen müssen alle Gegner erledigt sein. Geworden sein. Ups, das war nicht richtig. Das war G statt F. Die Brandspuren an diesem Holz stammen von einer Explosion. Sie unterscheiden sich von denen einer langsamen Verbrennung, wie sie am Großteil des Wracks zu sehen sind. Ich sollte das mit Marjorie und Kashmir besprechen. Hey Leute, seht mal da drüben. Gut, dann bereden wir das mal mit Marjorie. Kashmir scheint dazu nicht allzu viel zu sagen zu haben. Die Brandspuren sind schwere Schäden an diesen Stützbalken des Luftschiffes.
deuten stark auf Sprengstoff hin. Ja gut, das passt ja zu einem Saboteuren. Wahrscheinlich wurde eine Bombe in der Nähe platziert. An allen Anschein nach also ein Sabotageakt. Ja, so viel wissen wir ja auch schon. Einige der Schäden sind nicht neu. Die Brandstellen sind alt. Als hätte man sie vor dem Absturz angegriffen. Mhm. Na gut, na gut. Es deutet sich immer mehr darauf hin, dass das Ganze hier schlicht ein ziemlich fieser Sabotageakt war. Und man den Severiten hier übel mitgespielt hat. Warum auch immer. Warum man auch immer einem so friedfertigen Volk solchen Schaden anrichten wollte. Das ist schon ziemlich übel. Na gut, es gibt hier weitere Wirbelwinde, die es zu besiegen gilt. Bevor wir zum letzten Hinweis kommen können. Ja, das sind weitere Questuragenten, die hier bereits an Ort und Stelle sind und verhindern wollen, dass wir hier herangelangen. Ja, hier ist wieder so ein Golem dabei. Seinem Wirbel sollten wir ausweichen. Der Rest ist nicht so gefährlich, denke ich mal. Da müssten wir mit zurechtkommen. Oh ja, ja, das klappt schon. Das geht schon in Ordnung. Der Asura ist schon bald erledigt. Und dann müsste das erledigt sein. Ah, schön. Der Golem war offenbar kein Veteran, sondern ein normaler. Dementsprechend weniger gefährlich war er überhaupt. So, was haben wir denn hier denn noch? Ein Stück Papier, so wie es scheint. Auch, ach so, nee, ein Logbuch. Ach doch, ein Logbuch scheint es zu sein. Auf diese aus einem Logbuch herausgerissene Seite sind nur ein paar Worte geschmiert. Ich wende mich von euch ab, Mutter. Meine Stimme der Wahrheit wird die Kakophonie der Namen übertönen. Ehren. Das klingt jetzt erstmal ziemlich wirr. Mit Mutter meint er wohl eindeutig den Mutterbaum. Den blassen Baum. Im Hain. Denke ich mal. Gut, das müsste nicht unbedingt sein. Aber es deutet bei einem Sylvari auf alle Fälle darauf hin. Ich sollte das mit Marjorie besprechen. Okay, werde ich das mal tun. In Ordnung. Hier ist sie ja auch bereits. Mal gucken, was sie dazu sagt. Was habt ihr gefunden? Das kenne ich. Es ist ein meditatives Mantra der Lautlosen, das in das persönliche Logbuch von irgendjemandem gekritzelt wurde. Ein was? Warum denn lautlos? Die Lautlosen sind Sylvari, eine Fraktion. Oh ja, das kommt mir bekannt vor. Das ist eine Randgruppe, richtig. Sie haben sich vom blassen Baum abgespalten. Vom blassen Baum und allen anderen Sylvari. Sie meditieren, um ihren Geist frei von Traum zu halten. Okay, und das wusste ich bereits. Ups, da habe ich wohl nicht ganz so aufmerksam was durchgelesen oder so. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht mehr. Glaubt ihr, diese Sylvari war ein Lautloser? Sind die Lautlosen böse? Kein Sylvari ist von Natur aus böse, aber manche schlagen diesen Pfad ein. Ja, aber da dachte ich jetzt eher an den Albtraum als an lautlose Sylvari. Okay, aber es scheint hier eine weitere Spur zu sein. Wir suchen also nach einem lautlosen Sylvari, der nicht länger den Schutz des blassen Baumes genießt. Und der dem Namen nach zu urteilen höchstwahrscheinlich männlich ist. Ja, Ehren, ein männlicher Sylvari-Name, offenbar. Unser Sylvari gehört also zu den Lautlosen. Jory, ihr klingt ja so aufgekratzt. Die Sache wird interessant, Liebes. Natürlich bin ich aufgekratzt. Ich finde die beiden herrlich. Na gut. Und jetzt? Besprecht die nächsten Schritte mit Marjorie Delacroix. Ich bezweifle, dass die Meister des Friedens dieses Gebiet besser kennen als wir. Er versetzt euch in seine Lage. Wohin würdet ihr gehen, wenn jemand euch verfolgt? Ich würde versuchen, zur nächstgelegenen Stadt zu gelangen. Das ergibt Sinn. Nun, dann sollten wir uns in diese Stadt dort begeben. Ich werde gehen. Ihr bleibt hier und birgt die Untersuchung und bringt die Untersuchung zum Abschluss. Damit ist diese Bergbaustadt gemeint, von dem beim Speerjahr in der letzten Folge auch schon die Rede war. Klar, Boss. Ich find's lustig, dass sie mich Boss nennt. Na, aber schön, darauf stehe ich eigentlich nicht so. Egal, es macht euch nichts aus, alleine zu gehen. Rox, Braham und Timmy werden mich begleiten. Ja, dann könnt ihr euch hier weiter umsehen. Als leichte Dame. Damen war das ja offenbar sowieso die geeignetere Aufgabe für euch beide. Gut, wir treffen euch, sobald wir hier fertig sind. Okay, seid vorsichtig. Ja, Liebes.
Ich hatte gehofft, wenn Scarlett fort wäre, wäre erstmal Schluss mit Tod und Zerstörung. Leider fürchte ich, Scarlett war nur die Spitze eines sehr, sehr großen Eisbergs. Ja, das ist durchaus zu vermuten. Na schön, aber wir haben es geschafft. Wir haben auch diese Story-Instanz abgeschlossen. Hat jetzt etwas länger gedauert. Entschuldigt, Leute. Aber das war ja klar, dass wir da nicht immer diese Folgenzeit einhalten können. Es ist nun mal so. Ich werde noch kurz die Belohnung durchgucken. Es wird wahrscheinlich nicht wieder sehr viel Nützliches sein. Hauptsächlich Handwerksmaterialien und Gegenstände, aus denen wir ebenfalls Handwerksmaterialien bergen können. Ja, da sind blaue und grüne dabei. Alles, wie gesagt, nicht so spektakulär. Hier noch ein Beutelchen. Auch da ist nur Seide drin. Ja gut, nur ist gut gesagt. Das ist ganz schön wertvoll. Weiteres Glück erhalten wir beim Zerlegen. Sehr schön. Dann können wir die Sachen auch wieder verkaufen, wenn wir dann wieder draußen sind. Und einen Händler bekommen für den Schrott hier. Schön, in Ordnung. Dann verlasse ich noch eben mal die Instanz hier. Ja, ich werde nicht den Ausgang benutzen. Der liegt nämlich weiter zurück. Und da kommen wir nicht so einfach hin. So, gut. Dann kann ich aber euch auch schon verabschieden. Ja, sind wir doch nicht ganz so überlangt. Na gut, doch eigentlich schon. Wieder annähernd bei einer halben Stunde. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt auch nicht so ewig lang. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, beende ich die Session hier, die Folge auch. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.